Hallo, und da sind wir wieder. Und da sind wir wieder. Wir sind noch auf der Suche nach dem Mystery Lake oder zumindest nach einem kleinen Riegel, irgendwas zu essen. Mittlerweile dürfte uns auch schon wieder total kalt sein, ja. Wir brauchen unbedingt was zu essen und ich bin völlig den falschen Weg gegangen. Trotz oder dank der Karte. Oh nein, ich glaube nicht, dass es hier irgendwo hingeht. Trotz der Karte. Weil ich unbedingt diese Cave, diese Höhle finden wollte, wo nichts drin war. Und ich habe nur ein einziges Teil Militärnahrung gefunden. Ey, das geht dann zum Mystery Lake, bin ich fest überzeugt. Frage ist nur, ob ich es noch schaffe. Wir hatten ja schon mal minus 1000 Kalorien. Also, die Chancen stehen ganz gut. Oh, das gebrochene Fuß ist wieder weg jetzt. Warum auch immer. Wir können leider nicht rennen, weil er ist so am Verhungern oder sie ist so am Verhungern. Mann, ich hätte mir noch einen Kaffee vorher machen sollen vor der Aufnahme. Sie ist so am Verhungern. Für mich sieht es jetzt überhaupt nicht nach Mystery Lake aus. Ich meine, die Karte ist jetzt auch nicht so genau, die ist nur ganz grob. Da sind jetzt auch diese Flussläufe oder diese Schlucht hier sind da nicht eingezeichnet. Ich hoffe, dass mit dem nächsten Update eine Map reinkommt. Wie gesagt, da muss ja mein Standort nicht unbedingt drauf verzeichnet sein. Und wenn mein Standort nicht drauf verzeichnet ist, dann reicht einfach ein Bild. Ein Bild von dieser Gegend. Mein lieber Entwickler, mach da eine Map rein. Wobei, hier, wenn hier so Schilf ist, das erinnert mich schon sehr an Mystery Lake. Was ist das da? Ach so, mein Cursor. Dachte, was ist denn das da für ein weißer Punkt an der Felswand? Aber ich meine, selbst wenn da der Mystery Lake ist, es dauert ja 30 Jahre. Mittlerweile dürfen wir es dann auch schon abends haben, ja. Wir haben es 20:30 Uhr. Und es ist nicht so besonders kalt, aber uns ist kalt. Wenn ich jetzt ein Feuer mache, um mich aufzuwärmen, geht nicht. Wenn ich schlafe, geht nicht, dann sterbe ich. Das ist die einzige Chance jetzt, was zu essen zu finden. Um zu überleben. Und wenn wir jetzt nichts zu essen finden, werden wir auch nicht überleben. Werde ich nicht überleben. Und du schaust mir dazu. Du schaust mir zu beim Sterben. Ja. So, jetzt komm, 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 da muss doch der Mystery Lake sein, Mann. Hier ist doch nicht umsonst Schilf. Schilf ist doch so ein typischer Hinweis auf Mystery Lake. Da vorne rechts um der Ecke. Mir kommt es vor, als wenn wir schon Kilometer laufen. Ich glaube, wir sind jetzt schon seit einer halben Stunde unterwegs. Und da hinter der Ecke ist der Mystery Lake. Auf jeden Fall. Weiß ich. Ich spüre das förmlich. Ich drücke die ganze Zeit die Schneller-Taste. Mein Daumen friert hier bald ein. Ist aber total sinnlos. Ich bin die ganze Zeit. Alter! Ich bin die ganze Zeit im Krauchenmodus unterwegs gewesen. Deshalb konnte ich nicht rennen. Habt ihr das gesehen? Ich habe die ganze Zeit die Krauchentaste gedrückt. Ich Idiot, Mann. Guck mal, jetzt kann ich wieder rennen. Ey, Leute, tut mir leid. Zwei Folgen lang bin ich gekrochen. Tut mir echt leid. Oh Mann, ey, scheiße. Ist da vielleicht ein Mystery Lake? Oh, es tut mir so leid, ey. Wir haben so viel Zeit verloren. Weil ich so ein Noob bin. Ist da der Mystery Lake? Da hinten links? Das ist nicht der Mystery Lake, das weiß ich. Nein, da ist wieder der Hochstand. Wir sind im Kreis gelaufen. Der Mystery Lake ist da.
Wir sind im Kreis gelaufen, verdammt. 30 Minuten, zwei Folgen, 40 Minuten im Kreis gelaufen im Krauchmodus. Ich meine, wie blöd muss man sein? Was ist das für ein Let's Player? Dieser UFO-Mann. Was ist das überhaupt für ein Typ? Was macht der hier? Was macht der hier? Jeder andere Let's Player überlebt hier 4-5 Tage aus dem Stand. Und unser eins? Oh Gott. Ich schwöre dir, da hinten ist... Ich schwöre, da hinten ist die Hütte. Das Office. Da haben wir, glaube ich, noch einmal Nahrung drin, wenn wir gut sind. Wenn wir richtig Glück haben, ist da der See. Wir sehen jetzt noch nicht mal mehr, ob ein Wolf in der Nähe ist. Hey, was ist mit der Lampe los? Wir brauchen jetzt unbedingt was zu essen. Hier muss der See sein. Hier muss einfach der See sein. Ja, da ist er. Okay. Der Südzugang zum Mystery Lake. Eindeutig. In der Hütte, da waren wir schon. Wir müssen jetzt zu den Häusern. Aber auf dem Weg zu den Häusern werden wir diese Hütte da looten, um da noch was zu essen zu finden. Bis jetzt wurden wir hier noch nicht von einem Wolf attackiert. Mann, ist das wieder spannend. In einem zwei Folgen mit der Krauchentaste. Ich könnte mich ohrfeigen. Ich könnte mich selbst ohrfeigen, Leute. Echt mal. Ach Mann, ey. Ich brauche was zu essen. Newsprint. Oh. Ein kleiner, pupsiger Riegel. Das ist wieder das, was ich hier angeboten bekomme von den, von dem Spiel. Food and Drink haben wir schon lange nicht mehr aktiviert. Macht das Sinn, wenn ich jetzt noch einen Schluck Wasser trinke? Vielleicht. So, und jetzt rüber zu diesen Häusern da. Wo sind die? Da sind welche und da sind welche. Da ist noch eine Hütte. Da ist noch eine Hütte. Dahin. Oh Mann, ich habe mich gewundert, warum ich nicht rennen kann. Ich bin so ein Noob. Los. Mach. Wir brauchen Essen. Okay. Lake Cabins. Jo, wo seid ihr? Hier. Okay, hier waren noch mehrere, wa? Zwei? Zwei Stück? Gut. Oh. Oh Mann, ey. Ich brauche was zu essen. Ah, jetzt ist er wieder müde. Schuhe! Ich glaub's nicht. Nein! Ey, Leute, wollt ihr mich veralbern? Ich brauche was zu essen. Nicht Schuhe. So. So hungry. Ja. Komm, die Soda pfeifen wir uns gleich mal rein. Okay, und jetzt rein nach Murphys Gesetz. Müssten eigentlich in einer anderen Hütte was zu essen sein. Eigentlich ja nicht, wa? Nee, aber rein nach dem Zufallsprinzip, nach dem Glücksspiel. Wir haben total viel Glücksspiel. Vielleicht liegt hier noch eine Hier ist doch eine dritte Hütte noch. So, komm jetzt, komm. Okay, Holz ist cool, freut mich. Immer wieder. Drüber. Bett, ja, Bett ist schön. Wo ist hier was zu essen?
Ey, wollt ihr mit einem Rucksack? Da ist was zu essen. Yeah. Hundefutter, scheißegal. Immer rein in die Rübe. I'll take it. Schal, okay. Ein Schal! Ich hoffe, es übersteuert jetzt nicht. Ein einziger Schal, ich glaube es nicht. Komm, ess das jetzt hier. Es hilft überhaupt nicht. Es hilft gar nicht. Doch, es hilft schon, aber nicht genug. Scheinbar kann es hier bis... Oh, die Kondition ist runtergegangen. Wir werden mal eine Schmerztablette nehmen. Erfahrungsgemäß hilft das immer so ein bisschen. Oh. Komm, wir nehmen noch ein Antiseptik. Haben wir genug von, ist egal. Und wir nehmen noch eine Schmerztablette. Dann geht manchmal die Kondition so ein bisschen hoch. Macht's aber nicht. Und wir nehmen noch ein Antibiotik. Ach Quatsch, ist doch egal. Braucht man doch gar nicht nehmen. Ist doch Blödsinn. So, was haben wir hier noch? Nichts. Nichts, nichts, nichts. Haben wir alles gegessen, was wir gefunden hatten? Grape Soda, rein damit. So können wir noch nicht mal schlafen in dem Zustand. Ich frage mich, ob es jetzt draußen langsam schon wieder hell wird. Nee. So, jetzt waren wir in der Hütte. Und ich hatte immer gedacht, dass hier noch irgendwo eine Leiche lag. Manchmal. In der Hütte waren wir auch schon. Und dann gibt es hier noch eine dritte Hütte. Und in der waren wir noch nicht. Liegt hier noch irgendwo eine Leiche? Nee. Hier, was ist das? Holz, schick. Ah, sie ist total müde, Mann. Hier ist eine Leiche, komm. Los. Und ein Rucksack. Ja, okay. War nicht zu essen, oder? War da? Kann mich gar nicht mehr konzentrieren. Vor lauter Aufregung. Okay, und jetzt rein in die Hütte hier, in der wir noch nicht waren. Oh. Das sind hier die Hütten, wo keine Öfen drin sind. Ah, okay. Einmal Pork and Beans, verarscht mich doch nicht, Mann. Ist hier nichts. Einmal Pork and Beans, hör auf, Mann. Ey, nein. Nein. Nein, das war's. Einmal Pork and Beans. Weißt du, was das Schlimme ist? Ich kann hier nicht schlafen, weil ich habe zu wenig Kalorien, um zu schlafen. Oh, scheiße, ey. Wie spät ist denn das? Wir müssen was essen. So, und jetzt müssen wir zu den anderen Häusern. Ich glaube, es gab hier drei so eine Häusergruppen. Und hier ist nochmal eine Gruppe, genau. Ist auch gar nicht so weit weg. Das ist aber eine einzelne, wa? War das so? Oder sind da auch mehrere? Bald ist meine Lampe alle. Lake Cabins, die ja nur noch ein bisschen ready to die, Mann. Ich fütter dich die ganze Zeit hier. Du verwöhnte Möhre. Prinzessin auf der Erbse wieder mal. So sind sie. So. Okay. Gut. Nicht gut. Ah. Ah, Feueranzünder. Was ist los? Meine Lampe ist alle, oder was? War da nichts weiter drin? Scheiße, jetzt geht der Schneesturm los. Der Schneesturm beginnt. Da haben wir nochmal Anzünder. Jetzt wird hier wieder kalt, okay. Oh Mann, ey, komm.
Gut, gehen wir in die andere Hütte. Die hatte ich schon, oder? Ja. Ich muss sie nicht jedes Mal aufmachen. Anstatt ich nur gucke, ob die empty ist. Oh shit. Wir sind auch drei Hütten. Man müsste hier schlafen, wenn ich genug Nahrung hätte, um wenigstens zu schlafen. Nichts. Kiste. Eine Militärration wäre geil. Schon wieder ein Schal. Nö, ey, komm. Nein. Hier muss doch ein bisschen mehr sein. Die hatte ich ja schon, wa? Gut, dann noch in die andere Hütte. Noch in die hier? Hier war ich noch nicht. Oh, der Schneesturm, der Schneesturm. Ist hier noch irgendwo eine Leiche? Das sehe ich jetzt im Dunkeln nicht so weiter. Komm, hier war ich noch nicht. Doch. Hier war ich eben. Oh nein. Hör auf. Wo war ich denn noch nicht? In der da hinten? In der hier? Hier war ich auch schon, okay. Ja, ich fühle mich auch nicht so gut. So, jetzt müssen wir hier in die, die hier hinter noch ist. Da waren wir noch nicht. In der hier. Ja, jetzt ist meine Lampe wirklich alle. Also die... Safe at game, gut. Dann lass uns doch jetzt mal die Sturmlaterne refillen. Okay. So. Was haben wir hier? Patronen. Oder was ist das? Nein, das war nur Holz. Da ist noch eine Kiste. Wir haben noch... Die Hoffnung stirbt zuletzt. Militärration könnte ich gebrauchen. Thunfisch. Shit. Thunfisch. Mist. Oh Gott. Warte mal. Food and Drink. Candy Bar. Essen. Candy Bar essen. Oh, vielleicht schaffen wir noch in den Plusbereich zu kommen. Thunfisch. Sardinen essen. Guck mal, jetzt sind wir sogar im Plusbereich. Nee, noch nicht ganz. Immer noch Ursten Hunger und total müde. Die Kälte geht noch. Dann lass uns mal eine Stunde schlafen. Wenn wir nicht erfrieren in der Zeit, hoffe ich. Aber verhungern vielleicht, oder? Wir haben schon über einen Tag überlebt. Oh, uns ist gar nicht mehr kalt. Vielleicht haben wir Glück und draußen wird es schon wieder hell. Dann können wir noch zu der dritten Häusergruppe gehen. Oh mein Gott. Wo ist denn der See? So, und was uns da erwartet bei der dritten Häusergruppe, das seht ihr in der nächsten Folge. Tschüss.